Aber gut, habe ich ihn halt mal. Ich kann mich immerhin auf den Boden, so. Ich könnte mich das Level lang schieben lassen, sehe ich gerade. Ich weiß aber nicht, ob mich dann ein Gegner treffen könnte. Oder ob mein Panzer das ablockt. Das muss ich sagen, das weiß ich nicht. Ich will es auch gar nicht wissen, ehrlich gesagt. So, lass mich mal durch. Wunderschön. Ja, man hat schon gesehen, die hätten mich sonst ins Nirvana gepustet. Die Röhren. Der Peacewitch, jetzt macht er was. Ich warte noch ein bisschen ab. Jetzt. Wieder nur für Münzen, ist es euer Ernst? You don't really mean these, motherfucker. Ich dachte, die stellen wenigstens die Blasen bei einer Röhre ab, dass ich irgendwo lang kann. Am Arsch. Ne, oh, jetzt, nein. Ja, 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 ja. Das ist mir ein bisschen zu viel Herzinfarkt hier gerade, aber danke. Everything went better than expected. Zack. Leben. Kann ich brauchen. Also wirklich. Luigi. I need that life, Mr. Luigi. Ja, gut, das ist nur ein optionaler Weg. Also, man macht halt, dass man hat, aber unbedingt brauchen, um zum Schloss zu kommen. Oder für irgendeinen Geheimgang braucht man nicht. Das erste Schloss. Eine sehr interessante Mechanik, nämlich der Seillaufkunst, wie ich es nennen möchte. Nicht in der Lava landen, wunderschön. Wir sehen schon unten, es wird wieder Bowser Jr. wie im ersten Schloss. So, kommt dann Feuerball raus. Scheinbar nicht, das ist ja ganz geil. Okay, die Stacheldinger von der Decke gefallen mir auch nicht so, also mir persönlich jetzt. So mir persönlich, aber die Musik ist wieder am Rasieren. Die Musik ist am Rasieren. Sie ist so geil. Eieieiei, lalalala, jawohl. So. Lockeroni, Tokaloni. Schucken wir uns das Ding mal. Ja, solche Dinger sieht, damit kann man arbeiten. Ich habe hier irgendeine im Gedächtnis. Irgendeine ganz, ganz unschöne. Ich weiß nicht mehr genau wo oder warum, aber irgendwas, ne? There is something. Nein, 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 nein. Uiuiui. Ui, ui. Gut, die meinte ich zwar nicht, aber die war auch nicht gerade so schön. Okay. Ein bisschen mit Vorsicht rangehen. Das war's? Dann gab's sie wirklich hier. Ich weiß aber nicht, wie ich hier hinkomme oder warum oder... Ich mach... den Boss, ich will die beiden Münzen sicher haben. Schöner Dreiersprung. Ah, unsichtbare Wand, fickt euch. Was, jetzt schon Bowser? Ernsthaft? Schön ist, ich kann ihn einfach ficken. So, pass auf. Ja. That was easy. Und da kommt also Knochen-Bowser her. Ahaha. Elendig verbrannt, die alte Ex. Schalala, schalala. Was? Moment, was war der A-Knopf? Ja, war der A-Knopf. Ich war nicht sicher. Okay, das erste Rätsel steht an. Where in the blue hell is the third star coin in the castle? So, das mal. Ja, also diese Dinger sind ganz geil. Vor allem in Welt 8 für den Speedrun. War das für mich als Kind immer ganz nett. Wenn man sowas freischaltet, kann man speichern. Das kann wirklich sehr hilfreich sein. Oder man hat Safe States. Das geht auch. Gut, aber nachdem die Welt jetzt fast fertig abgeschlossen ist, machen wir das mal. Okay, diese dritte Sternmünze ist... Irgendwas. In meinem Hirn versucht gerade nach vorne zu dringen, mir zu sagen, Loni, du Vollpfosten. Guck doch mal hin, Junge. Irgendwie so. Okay. Also bis zu Münze 2 können wir auf jeden Fall gehen, aber bis da kann ja die dritte Münze logischerweise nicht sein. So, run. Wunderschön. Wunderschön. Und ich gehe natürlich vor allem in Schlösser nochmal sehr gerne
Just because of the music. So. Es hat irgendwas mit den Seilen zu tun. Irgendwas mit den Seilen. Ich glaube, hier oben irgendeine Röhre oder so. Irgendwas war da. Und ich habe auch schon eine Idee. Warte. Und zwar hier. Ja, ich muss ein bisschen auf dem Seil warten und dann kann ich ja höher springen. Also da unten nicht, da komme ich nicht hoch genug, das ist Quatsch. Hier vielleicht. Hier vielleicht, also Luigi. Ich kann da leider auch nicht hochgucken. Das Level scrollt nicht mit mir mit, deswegen. Ach, scheiße. Also ich glaube, mein Instinkt liegt richtig. Ja, weil wenn ich hier weitergehe, da ist ja nichts mehr. Ja. Ja, was soll da noch kommen? Okay, also einmal nein. Ich glaube, ich schaue gleich mal online nach. Weil, ich meine, davor kann sie nicht sein. Da war die zweite, wo soll... Also die dritte, sorry. Die muss da oben sein. Und sie ist da oben. Ich wette da Geld drauf. Aber wo genau das... Sehen wir erst gleich. Naja gut, also... Oder kann ich so? Nee, da kann ich nicht höher springen. Und ist hier irgendwo ein Block, den ich aktivieren muss? Die drei Münzen sehen so verdächtig aus. Mist. Okay, dann wird speichern. Was? Ach, ich kann nicht zu lang auf sowas stehen. Ah, das ist interessant. Okay. Gut, dann sehen wir uns trotzdem gleich wieder. Wenn ich weiß, wo die Sternmütze ist. Schnips. Oh ja, ich bin so dämlich. Hier ist doch erst die zweite. Wie soll denn da vorne die dritte sein, Vollmongo? Meine Idee war komplett richtig und zwar hier oben. Ah, scheiße. Ja, na, also meine Idee war richtig, aber ich war einfach nur Mongo. Fertig. Ganz einfach. Ja, also das... Ich entschuldige mich für die verschwendete Zeit. Das hätte man wirklich mit ein bisschen Nachdenken schneller sehen können. Naja, gut. Machen wir nochmal kurz Bowser. Bowser, come on. Bring it down. Bringing you down. Tja. Bowser, der alte Wack-MC. So. Hallo? Ich will raus hier. Ich will das nicht. Okay. Ob man das wirklich noch braucht, naja. Von mir aus. Mein Gedächtnis hat mich nicht im Stich gelassen, das finde ich schön. Man sieht hier unten, Star Coins Complete. Okay, hier steht es noch nicht, also der Hinweis taucht wirklich erst auf, wenn man es hat. Level 2-1. Mal schauen, Welt 1 abgeschlossen in Folge 7. Das ist eine relativ gute Bilanz. Wenn man bedenkt, dass ich das Spiel schon durch habe. Hier, an eine kann ich mich auch erinnern. Und ja, hier kriegen wir das erste Mal das Konzept von den Blöcken, die wir ja erst in Welt 5 gesehen haben. So. Aber die schon mal kaputt, Junge. Man könnte, glaube ich, auch den Kopf von denen treffen und dann geht die ganze Pflanze automatisch kaputt. Ich meine, mich zu erinnern. Warte, das probieren wir mal kurz. Ja, wunderbar. Hat der Loni wieder recht gehabt, die alte Sau, ne? Die alte Sauna. Jetzt bitte. Ich gebe zu, es ist vielleicht ein bisschen übertrieben, dass ich hier wirklich jeden Gegner töten will, aber ist irgendwie auch ganz geil. So. Muss man zugeben dürfen. So. Münze Nummer 3 in Sicht. Item brauche ich nicht. Sage ich noch. Oh, das war ja sehr ein... Es war auch sehr einfach. Ich war einfach nur schlecht. Prinzipiell war das ja einfach. Man kann, das Schöne am Mittelpunkt ist, wenn man ein Item hat, kriegt man ja im Block nochmal das gleiche. Deswegen, also wenn ich normal an den Block schlag, kriege ich einen roten Pilz. Normalen Pilz und so bin ich der Nutznießer und was soll diese Mini-Röhre da? Ah, 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 ah.
Wie auch immer ich da rüber gekommen bin, aber bitteschön. Brauche ich diese Miniröhre? Gibt es hier einen zweiten Ausgang? Wir haben ja schon da vorne gesehen, es gibt die Kanone relativ weit am Anfang. Ah, eine Sekunde zu spät. Luigi. Aber ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, mit Luigi läuft es irgendwie besser als mit Mario. Ich weiß auch nicht, was es soll. Also entweder hier oder da vorne. Man sieht schon rechts von der Kanone das Wasserlevel. Weiß ich nicht. Wir machen einfach mal weiter und was wir finden, finden wir. Und was wir nicht finden, dafür gibt es ja das Internet. Euch kann ich von unten. Ja, stimmt. I remember that. I remember that. So. Oh, Ficken. Ich hab total Bock. Pass mal auf. Ja, schön ist, ich komme hier nicht raus. Das war das Geile. Das war das Geile an dieser Stelle. Ich bin mega, aber es bringt mir gar nichts. Nein. Aber es war trotzdem mal ganz nett so. Megapilz einfach mal. So, oh nee, musste das jetzt sein. Na geht oder Fiekschnitzel. War das eben necessary? Das war holländisch-englisch, gemixt, Junge. Ach, schade, ich muss den... Ne, stimmt, ich muss den mit der Feuerblume zerstören. Und dann gibt's auch was Leckeres. Nämlich seine Wolke und damit komme ich an... Komme ich an Sternmünzen. So, komm mal her. Alter, ich hab den doch, ja, ich hab den mega gefickt. Ohne Witz mal. Das ist beschiss. Schau mal da oben, da hat man, da sieht man schon die Münze, da muss ich hin. Geht aber nicht. Es geht aber nicht. Ja, wunderbar. Ah, scheiße. Ich geh mal rein. Eigentlich brauche ich es gar nicht. Warum gehe ich da rein? Weiß ich nicht. Ich tue es trotzdem. Und ich glaube, dass ich... Das ist nicht mein Ernst. Nein! Ich hätte alles brauchen können. Außer diesem Ficker da unten. Boah, fuck. Scheiße. Naja, dann... Ich krieg ja sowieso eine Feuerblume, aber... Ich hätte halt gerne irgendwas Geiles in Reserve gehabt, so falls es wieder nicht funktioniert. Weil Lucky, du meint, er müsste sich von der Feuerblume nicht treffen lassen oder so ein Spaß. So, pass mal auf. Nutte. Und irgendwo hier oben ist die erste Sternmünze. Ich muss nur noch hinkommen. Hier, hier, hier. Come on. Jawohl, da ist das Ding. So lange reicht die Wolke nicht mehr. Die hat nämlich auch nur begrenzte Zeit, leider. Genau. Huiuiui, hui, wie er fickt. Wie er fickt, Depungloni, die alte Sau. Depungloni, die alte Sau. Das ist ganz geil, wenn man Sternmünze 1 bekommen hat, hat man eine Feuerblume, dann kriegt man sich auch Sternmünze 2. Es sei denn, man ist ein Mongo, dann nicht, aber... An sich schon. An sich funktioniert der ganze Spaß so. Na, oh yeah. So, Nummer 3 war auch irgendwo da oben. Da wette ich ja sowas von Geld drauf. Oder musste ich in die Röhre und konnte mich hochschießen lassen oder so ein Spaß? Was? Ja, ich dachte schon, da komme ich doch rein. Verarsch mich doch nicht, Spiel. Spiel, verarsch mich doch bitte nicht. Ich weiß doch, was ich kann und das nicht. Jawoll! Monetas dineros muchos grande, sag ich da nur. Oh, jawohl! Sieg! Aber das Interessante ist jetzt, wo ich das... Wie das Spiel kommt langsam so die Geheimnisse in mein Gehirn zurück, wo ich merke, ja, stimmt, na klar und so. Und der ganze Scheiß. Hab das Spiel ja nicht nur einmal durchgespielt mit allem drum und dran, sondern vielleicht auch zweimal. Sagen wir öfters. Ich will nicht weiter drüber reden. 2, 3. Hier brauchen wir auf jeden Fall einen Geheimausgang.